Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, wir haben im letzten Part ja festgestellt, dass wir den Stab, den wir gesucht haben, schon lange haben. Yes. Uhuhu. Ha. Einfach ein zweiter noch. So, nur leider können wir den Stab noch nicht verwenden. Weil uns dafür mittlerweile noch 10 Level. 10 Level in Weisheit fehlen. Sind wir richtig? Ja, wir sind ja richtig. Genommen werden. Von irgendwelchen Heckenschützen. Da ist ein Runenbär, den wir versuchen zu umgehen, weil die sind. Die bringen nicht viel Runen, auch wenn sie Runenbären hassen. Die sind verdammt stark, schwer zu besiegen und bringen halt einfach gar nichts. Gibt es wohl 15 oder so im ganzen Spiel und es sind alle unnötig. Nur bedingt eine Herausforderung. Hochstraße von Belen. Okay. Interessant, wie die Straße endet hier, ne? Oh, da sind viele gestorben. Oh, da sind richtig viele gestorben. Scheiße. Ja, wenn man hier zum falschen Moment hinkommt, der kann schon stark sein. Wir sind ihm halt nicht im Nahkampf gegenüber getreten. Da ist ein Zauberer im Nahkampf versucht. Ui, Junge. Ja, der heilt sich, ohne aus dem Weg zu rollen und passt nicht auf. Womit kämpft der dann da? Oh, Carrion Knights. Carrion Knights Sword, ja. Ja, da sollte man nicht so sehr mit Skills herumspielen. Schon gar nicht mit welchen, die hohe lange Aufladzeit haben, weil mal abgesehen davon, dass er schnell sein kann, kann er sich auch noch aus dem Weg teleportieren einfach. Dann geht ein Schlag ins Nichts. Mal schauen. Zack. Ja, aber okay, wir sind ja doch recht stark. Da geht das schon. Selbst das Magier können wir mit einem Schwert einfach mit 3 Schlägen niederstrecken. So. Jetzt kommt hier aber dann die Schwierigkeit. Skelette und so kennen wir schon, aber die sind anders. Gut, das noch nicht. Da passt es noch, aber... bei denen hier... man sieht schon, die haben so eine Eigenheit. Die bauen sich wieder auf und wir können sie so nicht killen. Liegt an den Pennern hier. Die beleben die nämlich immer wieder, diese Nekromanten. So, keine Ahnung, was es hier gibt, aber den einen Sternschwertschlüssel opfern wir mal. Da steht sicher was. Links, okay. Ja, tatsächlich.
der Einzige hier. Okay, sie macht Magie-Damage, okay. Aber ich glaube nicht, dass das Ding notwendig ist. So, hier haben wir also Bogenschützen zu tun. Können wir die anlocken ein bisschen, dass sie herkommen? Der Kollege, der nämlich steuert, ist da oben drinnen. Also müssen wir die zumindest einmal killen. Wieder, ich wechsle genau im falschen Moment die Waffe einfach und kassiere gleich zwei Pfeile einfach. Oh, das ist beim nächsten. Ich will keine Lags haben, verdammt. Komm runter. Er steht wieder auf und wir sind in Sicherheit. Okay, der hat auch ihn gehört. Gut. Auch erledigt. So, da sind aber noch weitere. Der Kollege hier ist jetzt vorne um die Ecke. Wie er sich versteckt, Alter, der Feigling, ich glaub's nicht. So, Nahkämpfer. Autsch, ja, den müssen wir den einen Pfeil haben wir fressen müssen. Aber er ist gekillt. Sind sie nicht die Katakomben? Ja, das sind die Katakomben mit zwei Bossen. Wir haben eh noch nicht viele Runen, aber nicht allzu viel zu verlieren. Da drin ist, wenn ich mich nicht täusche. Oh, wir können hier wen rufen. Oh, die kann uns hier helfen. Okay, das ist mir neu. Interesting. Dann werden wir es doch erstmal so probieren. Aber es wird eher ein Nahkampf werden. Die, schön, dass du uns joinst. Hier ist nämlich ein Black Knife Assassin. Die kommst du auch, danke. Dankeschön. Hoho. Die macht den eh alleine fertig. Ah, shit.
Danke, die. Guter Kampf. Schwarzer Messerabdruck, was auch immer das genau kann. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Das ist auch nicht in unserem Inventar, glaube ich, oder? Das ist ein Talisman. Doch, da ist er. Zeichen des Rituals aus der Nacht der schwarzen Messer. Wir haben keine Ahnung, was das Ding tut. Oh, aber damit können wir uns zurückporten, was wir gleich mal tun werden. Um uns wieder aufzuladen, müssen wir halt natürlich die ganzen Gegner neu besiegen. Viel Runen gebracht hat der Boss auf jeden Fall nicht. Auf ein neues. Vielleicht war es auch nicht so schlau, aber wie gesagt, jetzt müssen wir die ganzen Gegner neu besiegen. Das ist natürlich scheiße. Da ist der Penner. Okay. Nein! Nochmal hin, glaube ich. Und ich glaube, das war es auch mit diesen beschworenen Skeletten. Stimmt, wenn man da oben lang geht, dann kann man. So, das ist irgendwo eine, auf jeden Fall eine, mindestens eine Krabbe. Dann kann man irgendwo runterspringen und den ganzen Weg anders herum gehen. Da hinten. Zumindest einer. Es könnten vielleicht sogar zwei sein, wenn wir Pech haben. Scheiße. Oh oh. Ja, ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Da spawnt die einfach hinter mir. Scheiße. Gut, dass sie nicht so aggressiv ist. Da spawnt dieser Penner einfach hinter mir. Really? Toll, da kriegst du einen Runenbogen. Wenn du den schon eingesetzt hast vorher, den Runenbogen, wirst du dann hier gekillt, um ihn wieder zu verlieren. So, das Problem ist, dass wir es hier nicht rein können. Das heißt, wir müssen sowieso den anderen Weg gehen, scheinbar. Ganz toll. Ein
großartiger Vorteil ist, dass der Eingang zum Boss direkt beim Eingang zum Dungeon ist, was bedeutet, du kannst nachher einfach dich wieder zurück teleportieren sozusagen, um dich zu heilen und alles aufzufüllen und dann frisch zum Boss gehen. Da ist genau ein Skelett dazwischen, was man killen kann. Das heißt, wir müssen aber diese Penance wieder erledigen. Bist du depper, der Schlag da gleich volle Kanne zu. Das hat gesessen. Wow, dann ist gleich 2/3 der Leben weg. Wir haben leider oftmals so lange Kill-Animationen. Vielleicht gar nicht schaffst, den endgültig zu killen rechtzeitig, bevor der nächste kommt. Hier unten ist, glaube ich, nichts versteckt, außer ein Skelett. Okay. Zwei Skelette und ganz gemein, dass diese blöde Meldung kommt, dass sich eine Tür geöffnet hat und du währenddessen, solange die Meldung da ist, nicht angreifen kannst oder dich wehren kannst oder was auch immer machen kannst. Das ist echt fies, weil du dann einfach voll, so wie wir jetzt zum Beispiel gerade, einfach reinrennst dort. Ja, der hat einfach mal gleich einen freien Schlag, den du kaum abblocken kannst, weil du halt noch nicht abblocken kannst. Voll gemein einfach. Voll fies, also da muss man sagen, müssen sie die Mechanik eigentlich mal anpassen, dass du halt jederzeit abblocken kannst und nicht, erst wenn du die Meldung weggeklickt hast, was komplett bescheuert ist. So. Gut, wir haben aber volles Mana, wir haben 3 Tränke, wir haben noch 2 Heiltränke, wir können eigentlich gleich zum Boss gehen, das passt schon. Wenn wir schon hinkriegen. Wird schon nicht so tragisch sein, sagte ich mir, in der Hoffnung, dass es stimmt. Okay, ja. Oh, der Skelette dazu. Jo, da müssen wir ziemlich vorsichtig sein. Das ist immer noch auf der Jagd nach uns. Oh nein, wir werden sterben, wir werden sterben. Ja. Das Problem ist, dass Oleg halt sich die ganze Zeit auf die Skelette konzentriert hat und nicht auf den Boss. Und damit haben wir natürlich keine Chance dann als Magier. Und du kannst ihn auch nicht abblocken, also du kannst ihn seine Angriffe gar nicht abblocken, weil der macht so viele Angriffe, also da bräuchtest du... Bräuchtest du einen Charakter, der komplett auf Ausdauer geskillt ist und vielleicht noch ein großes Schild hat, damit du diese Angriffe alle abblocken kannst, ohne dass deine Ausdauer halt komplett weg ist. Andernfalls hast du da gar keine Chance. So, mal schauen, ob wir unsere Runen noch kriegen, auch wenn es nicht so viele sind. Kannst du bitte die Skelette in Ruhe lassen? Geht das, ja? Lass die fucking Skelette in Ruhe. Die mach ich. Eins gekillt. Okay, dem ausgewichen. Aber wieder, schau, er versucht die ganze Zeit das Skelett zu killen. Okay, jetzt hat er den Boss endlich mal angegriffen. Aber der Boss ist immer noch auf uns. Wow. Mit einem Skill einfach gekillt. Wow. Aber trotzdem einfach unnötig. Deathroot. So. Schön. Und genau richtig ist der Part zu Ende.
Trifft sich ja super. Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.